So, dann sehen wir mal, was haben wir jetzt hier? Den Stack Lapis Lazuli haben wir hier. Den können wir hier gleich reinschmeißen. Dann können wir jetzt nämlich 450 Lapis können wir hier reinschmeißen. Und das wollen wir jetzt erstmal machen. Desto mehr Lapis wir raufknallen, desto besser wird die Spitzhacke mit Glück. Das geht, glaube ich, nachher bis Glück 4, 5. Irgendwie sowas um den Dreh war das. Also wenn man damit nachher den Diamanten abbaut, wenn man sie dann auf Diamant aufgewertet hat, dann kriegt man davon ganz gut was an Material zusammen. Ja, will die Katze gerade gekrault werden, hier noch nebenbei. Das Geräusch nervt zum Glück auch überhaupt nicht. So, jetzt haben wir hier drauf Glück 1, wie es scheint. Abbaugeschwindigkeit 4, das heißt, wir können maximal auch noch Eisen mit abbauen. Abbaugeschwindigkeit 4 heißt eben, dass es eine ganz normale, so schnell ist wie eine Steinaxt eben. So, jetzt müssen wir mal eben runter und gucken, dass wir ein paar Diamanten finden. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen was an Kram hier wieder loswerden. Ich möchte erstmal eins dieser Bücher hier loswerden. Pflastersteine können weg, dann kann die Gerstensaat kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Was nehme ich dann noch mit nach unten? Auf jeden Fall nehme ich mal ihn hier wieder mit. Unseren guten Leonardo nehme ich mit. Dann nehme ich mir hier ein bisschen Holzkohle mal raus. Ja, doch, Holzkohle ist gerade gut. Oder habe ich noch Koks? Können wir eben auch mal gucken. Ich habe sogar noch Koks, dann nehmen wir den lieber mit. Dann kann die Holzkohle lieber hier bleiben. Feuerstein bleibt hier. Ja, gut, dann sind wir, glaube ich, erstmal. Den Pink Floyd-Kristall kann auch mal gerne hier bleiben. Das ist auch so eine der Sachen, die ich gerade nicht brauche. Das und das und das. Bemooster Pflasterstein, da war ja noch was. Genau, das machen wir jetzt auch mal eben schnell. Vorher noch mal eben ein Brot ins Gesicht schieben. Oder auch drei Bröter. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt machen wir uns erstmal nämlich einen Moosball fertig. So, mit diesen Moosballen können wir jetzt hier nämlich an unserer tollen Werkzeugstation, das war das Wort, Moos mit drauf machen. Das heißt, dieses Ding repariert sich jetzt von alleine. Das ist jetzt Auto-Repair. So, hier kommt dann später noch der Diamant drauf und dann haben wir die Modifikationen, die wir brauchen, eigentlich da erstmal alle drauf. Ich lasse das Ding jetzt auch erstmal noch da. Das heißt, ich werde mich dann durch den Fels wühlen mit unserem tollen Handschuh und wenn da Material kommt, auf das ich gerade irgendwie scharf bin, so Diamanten, Redstone, all so ein Blödsinn, Gold, wenn das dann nachher kommen sollte, dann werde ich das mit der Hacke abbauen. Aber zunächst muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich überhaupt noch wieder einen Diamanten finde, damit ich überhaupt die Sachen abbauen kann, die ich abbauen möchte. So, was brauche ich jetzt hier? Jetzt kann ich eigentlich hier nochmal eine Ebene mehr abbauen, oder? Ja, ich denke mal, das ist gerade gar nicht so die doofe Idee. Dann schmeißen wir mal den guten Leonardo hier rein und sagen ihm mal, dass Minecraft jetzt gerade abstürzt. Warum auch immer Minecraft jetzt der Meinung ist, abstürzen zu müssen, jetzt tut es einfach. Ne, jetzt nicht mehr. Okay, Koks rein. Und dann sage ich ihm mal Tunnel 100. Und dann legt er los. Wenn ich jetzt hier drauf zugreife, stürzt er. Ne, dann jetzt stürzt er nicht ab. Gut, ihn lassen wir mal arbeiten. Ich werde hier mal gucken, dass ich mich hier nebenan irgendwo jetzt durch den Fels beiß. Hier zum Beispiel. Und dann gucken wir mal, was hier jetzt so bei rauskommt. Ab und zu mal eine Lampe setzen. Vielleicht treffen wir jetzt hier unterwegs auch noch ein bisschen auf irgendwelchen Steinen oder so. Das wäre ja, beziehungsweise auf Diamanten, das wäre natürlich auch gut. Haben wir jetzt quasi die doppelte Möglichkeit. Ach, hier ist wieder Redstone. Den nehmen wir erstmal raus hier. Redstone brauche ich jetzt gerade weniger. Ich bin jetzt echt gerade scharf auf einen Diamanten. Ein Diamant würde mir langen. Da möchte ich den hin haben. Danke. Ah, hier, das ist auch sehr schön. Mimik-Mimik-Sheet-Ore.
Pumice. Jetzt habe ich hier natürlich wieder das ultraharte Material erwischt hier. Wenn sich der andere gute Mann da wahrscheinlich drüben irgendwo einen lockeren Lenz macht gerade. Aber hier ist kein Diamant zu finden. Redstone finde ich und da ist ein Diamant. Sehr schön, das brauche ich. Manchmal muss man nur Glück haben. So, Leo, was hast du so bisher so gerade gefunden? Oh, der hat Gold. Der hat Gold. Zumindest hat er es freigelegt. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben, bauen da jetzt erstmal den Diamanten ein. Leo lassen wir nochmal ein bisschen alleine weiterarbeiten hier. Der hat da ja kein Problem mit hier unten. Irgendwann wird er da wahrscheinlich dann das Problem haben. Ich muss mal eben mal die Katze zur Raison rufen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Katze war gerade der Meinung, hey, Wäscheständer, hey, klettern. Und ich sage, hey, nee, lass es. Aber dann reicht ein böser Blick und einmal aufstehen und in die Richtung gucken. Und dann ist sie der Meinung, oh, nein, scheiße, er hat's gemerkt. Ich bin gar nicht hier gewesen. Ich? Nein, niemals. So, ein Diamant jetzt. Hier, zack, zack, ab in, erstmal voll den falschen Raum rennen hier mal wieder. Das ist ja auch immer sehr gern gesehen, sowas. Das ist der verkehrte. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier den Diamanten reinschmeiße. Und ich habe eine schicke Axt, die einiges kann. Nämlich hat sie Abbau-Level Obsidian jetzt durch den Diamanten gekriegt. Hat jetzt 565 Haltbarkeit. Also da kann man erstmal ein bisschen was von machen und repariert diese Haltbarkeit auch noch von alleine. So, damit können wir jetzt erstmal zusehen, dass wir ein bisschen Gold bekommen vielleicht. Weil Gold habe ich ja gerade. Gornex hier drin. So, dann probieren wir das Ding doch gleich mal aus, so unten im Keller. An diesen vier Goldteilen, die wir da gerade gesehen haben. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir da doppelte Menge Gold raus. Das heißt, wir kriegen dann vielleicht 8 Blöcke aus diesen 4, die er da freigelegt hat. Vielleicht ist dahinter ja noch mehr. Schlecht wäre es nicht. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo er jetzt hier war. Hier war hier irgendwo, ne? Hier war das. Ja, hier war das. So, hier kriegt man normalerweise 5 raus. Probieren wir mal aus. 13. Da, ich weiß, habe nur eben gerade nicht nachgesehen, wie viele das vorher waren. So, das müsste jetzt einer werden. Mal gucken. 2. Schade. 3. Es wird nicht mehr gerade. 4. 5. Es wird nicht mehr. Aus irgendeinem bescheuerten Grunde. Naja, wahrscheinlich ist die Glückverzauberung noch nicht zu hoch. Hoch genug, das meine ich. So, habe ich jetzt hier hinten noch irgendwas, was ich rausbauen möchte? So, wir gucken einfach mal. Leo lassen wir mal gut arbeiten da. So, gehen wir mal hier in den anderen Tunnel eben rein hier, den wir uns hier gerade so toll gemacht haben. Dunkeleisenerz habe ich bisher dabei 0 und habe jetzt 1. Naja, also die Glückverzauberung funktioniert schon, aber die funktioniert eben nicht immer. Jetzt haben wir 18, da war gerade 5 drin. Hier waren es weniger. Aber sie würde theoretisch funktionieren, also wenn sie denn funktionieren würde. Aber sie ist eben noch nicht hoch genug, deswegen wird das mal nichts. Wenn man nachher mehr Lapis drauf hat, dann sieht die Sache dann schon anders aus. Das heißt, ich werde jetzt hier alles mögliche erstmal an Materialien rausreißen mit der tollen Hacke. Salpeter lasse ich drin, das brauche ich jetzt gerade weniger. Hier habe ich jetzt noch Redstone, das nehmen wir auch noch mit. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen buddeln und mal gucken. Ja, ob wir hier Kies finden zum Beispiel. Weil wo kommt der ganze Scheiß denn her hier? Weg damit. Ja, wunderschön. Ich will auch nur gucken, ob hier irgendwo noch mehr Diamanten sind. Die will ich doch gar nicht. Was hat diesen dämlichen Kies da oben? Aber hier scheint echt nichts mehr drin zu sein gerade. Na ja, dann graben wir es mal geradeaus weiter. Leo hat uns auch schon eingeholt, wie ich gerade auf der anderen Seite da höre. Aha. So, wir haben jetzt 5, 6, 7, 8. Also manchmal funktioniert es. Leider im Moment gerade nicht, was ich hier so toll zeigen wollte, aber naja.
Jetzt habe ich 8. 10. Schmeiß mal das mal unten rein, da brauche ich nicht immer hier reingucken. Schmeiß mal das mal hier unten rein, da brauche ich nicht immer reingucken. 11. 12. 13. 14. Das ist ja doof. 14. Naja, Gold haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was. Nehmen wir das hier eben noch alles weg. So, machen wir das so. Ach, hier ist ja noch mehr von dem guten Zeug. Redstone werden wir noch so viel brauchen, da kann man gerade echt nicht genug von haben. So, sehen wir mal zu, dass wir hier noch ein bisschen was wegkriegen. Huch, Leo, bist du hier? Leo ist hier. Was hat der denn noch so Schickes gefunden? Ja, Zinnerz können wir noch mitnehmen. Da lassen wir aber erstmal alles hier, denke ich. Den lassen wir jetzt erstmal wieder weiterarbeiten. Haben wir hier noch was? Ne, das ist Uranpechblende. Kein Gold, kein Diamanten, kein gar nichts hier gerade. Ist hier nebenan im Tunnel ein Slime? Der denn hergekommen? Ey, Freund der Nonne. Du Sau. Was schmeißt er weg? Den heiligen Gummibaum. Den können wir mal hier unten lassen. Der ist jetzt hier ohne Belang für uns. Gut, wir haben Gold. 14 Gold. Das heißt, 28 Gold können wir jetzt draußen machen. Da schmeiße ich mir eben eine Lampe oben hin. Leo hat noch ein bisschen was zu tun. Der müsste aber auch bald fertig sein. So. Zack, 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 zack. Huch. Na, kommst du da wohl hoch hier? So, 28 Gold für den Pulverisierer. Aus dem Pulverisierer. 14 Gold rein in den Pulverisierer. So rum meint er das. Machen wir das mal eben so hier. Die können wir dann oben drauf schmeißen und schon haben wir wieder etwas mehr Krams, was wir bearbeiten können. So, hier hat er jetzt auch schon ordentlich was drin. Ich muss noch mal einmal oben hoch zu den Bienen. Mal gucken, ob die inzwischen schon wieder ein bisschen was an Waben produziert haben. Dann können wir dann nämlich gleich mal einmal schleudern und vielleicht ein paar Wachskapseln gleich schon fertig machen. Nach oben soll es gehen, danke. Guckt man einmal nicht hin und schon ist man... Geht mal wieder runter. Ist doof. So, die müssten ja wohl, die haben. Zack und zack. Und da haben wir dann eine Wabe jetzt schon wieder. Später gibt es dann Bienensorten, die wesentlich schneller, wesentlich mehr Waben produzieren. Also da kann man dann schon mal mit einem Durchlauf hier 10 Waben schon mal drin haben. Das fängt nachher an bei den kultivierten Bienen, fängt das nachher an. Kultiviert heißen die, weil sie, keine Ahnung, kultiviert sind. Da gibt es dann nachher auch noch majestätische Bienen dabei und all so ein Blödsinn. Kaiserliche Bienen gibt es nachher. Das ist dann die kultivierte Reihe. Ich weiß nicht, ob die dann da, ich weiß nicht, beim Honigessen den kleinen Finger abspreizen oder warum sie dann kultiviert heißen. Müssten wir dann mal ausprobieren. So. Den können wir hier auch schon mal reinschmeißen. Habe ich was zum Verbrennen dabei? Habe ich jetzt hier gerade nicht. Aber ich weiß, was wir vielleicht verbrennen könnten. Nämlich diese beiden Bücher hier, die haben wir ja über. Ich bin ja normalerweise nicht so für Bücherverbrennung, aber die waren jetzt ja eher nur, ne? Naja. Funktioniert nur nicht, schade. So. Er produziert mir aus irgendwelchen bescheuerten Gründen auch wieder gerade kein Holz. Warum das jetzt hier schon wieder alles hier nicht funktioniert, weiß der Geier.